Tag der Region, man kann sagen, global denken, aber lokal handeln, das können wir hier sehen, was die Region alles bietet an Vielfältigkeiten. Ich bitte Sie, kaufen Sie in der Region, kaufen Sie beim Bäcker, beim Bauern, beim Nachbarn, denn nur so können wir eine Region auch attraktiv und lebenswert halten und es ist auch noch gesünder dabei. Diese Kernforderung, die bis vor wenigen Jahren nur von NGOs formuliert wurde, ist mittlerweile in der Politik vor Ort angekommen. Und sie trifft auf ein großes Publikum. Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf den gastronomischen Angeboten. Wir vom Siegbacher Ziegenhof haben einen kleinen Ziegenbetrieb in Siegbach-Eisenbrot im Landelbergland. Wir melken dort 100 Milchziegen. Wir sind ein Biolandbetrieb und uns liegt besonders die artgerechte Tierhaltung am Herzen. Aus der Ziegenmilch stellen wir verschiedene Ziegenkäsespezialitäten her, die wir in der Region verkaufen. Ähnlich konsequent geht es bei der Feuerwehr Eibelshausen zu. Für ihre Waffeln verwenden sie nicht nur ausschließlich regionale Zutaten, sondern auch Feuerholz aus Haubergs Wirtschaft und in der Region gebaute Öfen und Waffeleisen. So, was haben Sie Schönes da? Darf ich Ihnen etwas einschenken? Das ist Bananenmilch. Oh, darf ich probieren? Das dürfen Sie gerne probieren. Oh, das ist lecker. Ja, und die Milch ist aus... Die Milch ist aus Marburg. Damit verbinden wir Süd mit Nord in Fähr, denn wir wollen ja alle Menschen Fähr. Ja, klar, natürlich. Der faire Handel setzt sich ein für langfristige Partnerschaften mit den Produzenten in den Dritte Weltländern, für eine faire Bezahlung ohne ausbeuterische Kinderarbeit und engagiert sich gleichzeitig noch für den Umweltschutz. Wir in der Region Landel-Bergland wollen ein überregionales Bewusstsein schaffen für den fairen Handel. Da sind die Städte Gladenbach, Biedenkopf und Herborn als Vorreiter, die auch noch andere Städte in unserer Region vom fairen Handel überzeugen wollen. Obstbrände sind ein Genussmittel. Welche Bedeutung sie aber für eine Region haben können, bleibt vielen Menschen verborgen. Was bedeuten Obstbrände für unsere Region? Die Streuobstwiesen, die hier im Landel-Bergland wachsen, werden somit gepflegt, das heißt Nachhaltigkeit. Man hat also ein Interesse daran, gutes Obst zu ernten für die Destillate, die man herstellen möchte. Hat den Vorteil, dass man genau sieht, wann ist das Obst reif. Man hat kurze Wege aus der Region für die Region. Und sorgt auch noch dafür, dass alte Berufe, die sonst vor dem Aussterben bedroht sind, erhalten bleiben. So wie hier zum Beispiel den Beruf des Küfermeisters. Der Tag der Region ist sehr kreativ und auch Kinder können hier viele lustige Sachen erleben. Das Kinderprogramm des Naturparks lädt zum Basteln mit Naturmaterial ein. Ich finde es toll, dass wir hier eine Reitervorführung sehen können. Und diese Vorführung des Horsemanship-Experten Peter Pfister ist ein großes Highlight des Programms. Thank you.
Als die Anfrage unseres Bürgermeisters an uns herangetragen wurde, ob wir uns vorstellen können, diesen Tag der Region auf unserer Anlage durchzuführen, haben wir nicht lange überlegt. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit, denn wir leben hier in einer privilegierten Gegend, in einer wunderbaren Gegend und die sollte man zeigen. Und das haben wir getan und das war super. Der Tag der Region hat sich im Lahn-Dill-Bergland fest etabliert. Wir hatten dieses Jahr mit über 100 Akteuren den größten Tag der Region und auch die Besucherzahlen waren einfach top. Es waren Tausende von Menschen hier und es war ein wunderschöner Tag. Ja, wenn Sie mich fragen, fragen Sie mich besser morgen, weil ich bin erstmal völlig erschlagen von den Eindrücken. Es war ein toller Tag der Region. Und wir können auch voll dankbar sein für alle, die mitgeholfen haben, dass es so eine schöne Begegnung wurde. Hier hat man unglaublich viele Menschen getroffen, die man hier nicht vermutet hätte oder schon lange nicht mehr gesehen hat. Und das macht den Reiz eigentlich auch aus. So ein Tag der Region soll ja auch die 19 Städte und Gemeinden zusammenbringen. Das ist uns heute gelungen und darauf sind wir erstmal ganz schön stolz drauf.